Die Quest haben wir. Wir gehen einfach mal durch. Ich wüsste jetzt nicht, wo verloren in der Wildnis zu schaffen ist. So, haben wir den nochmal gekillt. Sehr gut. Wir gehen einfach mal weiter. Hier könnte sie auch sein, die Errungenschaft. Seht ihr, da ist schon wieder dieses Ding. Ne, auch hier nicht. Irgendwann kriegen wir das raus. Irgendwann. Irgendwann habe ich den Sumpfhund. Früh oder später habe ich ihn. Ist das Schwein auch dabei? Das Schwein. Von wem redest du? Ich weiß gerade nicht, was du meinst, Eiswindchen. Welches Schwein ist wobei? Später, sagt Pitwansee. Ey, hör mal auf, du. Wir sind doch hier gut unterwegs. Theoretisch hätten wir es doch haben können schon jetzt, den Sumpfhund. Wir haben die Quest, wir haben die vier Typen gekillt. Da habe ich mich echt die letzten Monate dran gehalten, bis ich sie dann endlich alle gefunden habe. Dann haben wir den Brief gefunden, dass wir in die Totenländer gehen sollen, um den Sumpfhund, den Schatz zu retten. Wenn der Schatz der Sumpfhund ist. Jetzt sind wir in den Totenländern, aber ich weiß nicht, wo er sein könnte. Ich bin super unterwegs, nicht nur gut unterwegs. Na, beim Grill. Ach so, Eiswindchen denkt schon wieder nur ans Grillen. Da wurde mal ein Grill angezeigt und schon bam. Schon ist hier das Grillfieber ausgebrochen. Machen wir doch jetzt nicht so einen Hunger. Fleisch. Also wenn ich hier blocke, kriege ich guter Verliesblocker. Ich glaube, hier sollte ich ein bisschen mehr blocken. Was hat er gesagt? Da ist die Errungenschaft schon wieder. Da, da, rettet meinen Schatz. Bitte, wer auch immer das hier findet, beschützt meinen Schatz um jeden Preis, tröstet sie, führt sie weg von diesem grauenhaften Ort. Ich gab mein Bestes, war der Aufgabe aber nicht gewachsen. Lasst meinen Schatz nicht an diesem Ort hier darben. Bitte, Tomo. Ich will ja nichts sagen, aber ich will ja nichts sagen. Jetzt komm wieder runter, sagt Sorius. Ja Mensch, ihr habt mir nicht geholfen. Ihr habt wieder nur gesagt, ich finde das Ding nicht. Jetzt finde ich es aber auch wirklich nicht. Wo ist es denn? Ha. Komm wieder runter. Ich sitze doch schon ganz weit unten in der Cam. Wo ist denn das Vieh jetzt? Sumpfhund. So, so das hässlichste von den ganzen Viechern. Ich habe so coole Viecher. Aber ich habe. Komm wieder runter. Und Eiswindchen hat Gretz gesagt. Wenigstens einer gönnt es mir. Was will Garion für uns alle grillen? Oh, das wird aber schwierig. Da müsste alle Richtung Köln kommen. Vielleicht bei irgendeiner Gamescom oder so, wenn es wieder im Real Life passieren kann. Da kann man sowas mal überlegen. Vielleicht während der ESO-Taverne oder so grill ich so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Nee, erstmal abwarten, bis überhaupt wieder was
live vor Ort passiert. So, Sumpfi haben wir bekommen. Dunkelforst hat schon die ein oder andere sonderbare Kreatur vorzuweisen, zum Beispiel der Sumpfhund. Klar, er lebt in Sümpfen, aber ein Hund ist das nicht. Doch wenn ihr ihn zähmt und trainiert, folgt er euch überall hin. Sorgt nur dafür, dass die örtlichen Wachen wissen, dass er zu euch gehört. Geralit vom Gasthaus zu Weißen Hengst. Eine Belohnung für den Abschluss der Quest verloren in der Wildnis in Dunkelforst. Eigentlich ist es eine Errungenschaft, aber okay, sagen wir Quest. Einrichtungslimit kann man natürlich auch wieder ins Haus packen. Und da ist er. Mein eigener, persönlicher Sumpfhund. Meine Güte, was sind wir da seit August hinterher gewesen oder sogar noch länger? Wenn du kein Schwein hast, grillt einen Hund. Okay, komm, jetzt opfern wir den Hund sofort mal. Nein. Jetzt spielen wir weiter. Wir wollen gleich in Deadlands noch ein bisschen Hauptquest machen. Nebenquest und Hauptquest machen. Ja, danke Uwe. Geht doch, wir haben ihn. Sterbliche verwundern mich stetig. Jetzt machen wir hier nochmal den Boss. Da warten wir kurz drauf. Und in der Zeit kann ich euch nochmal einen kurzen... Sind nur 100 Kilometer für dich, Pitwansee. Ja, immerhin. Ne? Köln ist dann Dreh- und Angelpunkt, wenn mal ein Event bei mir sein sollte, wenn wir uns irgendwann mal auf der Gamescom treffen wollen, irgendeinen Treffpunkt ausmachen möchten oder sowas. Da bin ich immer für offen. Früher habe ich das oft mit Gildenmitgliedern gemacht. Da gab es die Rollenspielmesse RPC. Und da bin ich dann immer hin und habe dann den Gildenmitgliedern zum Beispiel gesagt, wo und wann man mich da treffen kann und weil Gildenleiter mal sehen und so in echtem Leben. Ja, und da habe ich mich dann auch immer mal mit 10, 15, 20 Leuten getroffen und wir hatten auch Gildentreffen auch normal, generell in Dortmund, München und so weiter. Klar, Zuschauertreffen kann man auch mal machen, auf jeden Fall. Ne? Dann bringe ich auch eine Schokolade mit oder sowas. Bisschen Schoki oder Kekse. Genau. Auf der dunklen Seite gibt es Kekse, Leute. Ja, ich warte nur auf den Respawn hier, ne? Und quatsche in der Zeit so ein bisschen. Ich hoffe, der Respawn ist nicht aus. So, auf jeden Fall eine Errungenschaft geschafft, eine schöne Antiquität ausgegraben. Das hat sich doch schon mal richtig gelohnt. Und jetzt gucken wir mal ein bisschen den Zeitplan an. Also montags hier auf dem Kanal Elder Scrolls Online. Ja, das bleibt so. Deadlands ist hier im Moment aktiv auf dem Kanal. Ne, also wir bleiben bei Elder Scrolls hier immer. Morrowind, ne, wunderschön hier. Also immer einschalten am Montag, wenn ihr Elder Scrolls gucken wollt. Von New World gibt es jetzt keine Packung. New World immer mittwochs. In nächster Zeit jedenfalls noch. Mal gucken, wie sich das Spiel noch so macht. Also immer mittwochs um 20 Uhr New World, wenn der Zeitplan passt. Donnerstag machen wir jetzt wieder eine Änderung. Donnerstag hatten wir Diablo 2 die letzten Wochen und noch ein paar andere Spiele. Donnerstag geht es wieder World of Warcraft. Es tut sich immer wieder was in World of Warcraft. Neue Raids, neue Questlines, neue Errungenschaften, neue Sachen, neue Ruhmstufen von den Pakten und so weiter. Also WoW weiter am Donnerstag. Das kommt jetzt wieder. Es wird wieder WoW gespielt bei mir. Wir hatten das für Diablo zweimal ausgeschaltet. Deshalb, genau. Jetzt kommt zurück. Noch muss ich ganz viel Ruf dort machen. Ruhm dort machen. Das sind die regulären Spiele, die jetzt wieder die nächsten Wochen hier gespielt werden. Und dann gibt es noch Wunschspiele und noch unreguläre Spiele. Also so Testspiele, Ausprobierspiele und so weiter. Da gehen wir jetzt gleich drauf ein. Weil ich habe mir überlegt, wenn ich jetzt zu schnell Deadlands durchspiele, haben wir Weihnachten nichts mehr zu spielen in Elder Scrolls Online. Darum spiele ich jetzt nicht zweimal die Woche Deadlands. Sorry an alle ESO-Fans hier. Ihr wisst, mein Kanal ist nicht nur rein ESO. Ja, das war wohl nichts, ne? Alles resettet, würde ich sagen, oder? Wunschspiel. Wunschspiel. Ihr könnt euch
Spiele hier auf dem Kanal wünschen für Gari-Punkte. Was ist denn hier los jetzt? Haben wir jetzt hier bald mal den ganzen Trash erledigt? Wie lange das dauert, wenn hier nicht so viele Spiele sind? Fürchterlich. Ey, da haut der mich um. Mein Sumpfhund ist ganz geschockt hier, gerade frisch bei mir. Und dann solche heftigen Kämpfe. Ja klar, bin ich wieder der Tank. Logisch. Geh mal weg. Typischer WoW-Paladin. Erstmal wieder in die Blase rein. Feigling. Der nervt. Wie viele da wieder tot rumliegen, ne? Die ganzen Gefährten können nichts. Miri ist hart im Nehmen, die lebt noch. Ich mag den noch nicht. Oh, so kurz davor. Genau, hinfort mit euch. Streitaxt im Blau. Braucht auch kein Mensch. So, jetzt reicht's aber auch hier. Das war intensiv, aber hallo. Und Portalbrecher wieder ein bisschen aktualisiert. Daedra-Spielkarten, sehr schön. Jetzt reicht's aber auch mit toten Ländern, oder? Jetzt ist aber wirklich genug. So, und dann gibt es die Wunschspiele. Genau, das Wunschspiel im Moment ist hier Mass Effect 1. Legendary Edition. Die wird noch zweimal oder einmal gespielt. Ich müsste in meinen Archiven nachgucken. Ich glaube, noch zweimal gespielt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Genau, weil Sorius hat sich das gewünscht. Eins von 3 Streams habe ich auf jeden Fall schon geschafft. Und genau, davor hatte er sich ja schon mal gewünscht. Also noch höchstens 2 Streams mit Mass Effect. Morgen der nächste Stream. Entweder ist es der letzte oder der vorletzte. Eins von beiden morgen. Und dann haben wir Mass Effect gespielt. Ja? Und wenn ihr es dann nochmal wünscht, dann haben wir natürlich noch Mass Effect 2 und wir haben noch Mass Effect 3. Alles in der Legendary Edition. Ja, also ich habe sie alle hier in richtig liegen, aber jetzt digital halt dann anders. Ja, genau. Das spielen wir auch im Moment. Und am Wochenende spielen wir jetzt Sonntagabends. Steht auch in meinem Zeitplan drin auf Twitch Guardians of the Galaxy. Das wird jetzt auch hier regelmäßig gespielt. Das will ich durchspielen, das finde ich lustig. Das ist mein Entspannungsspiel hier im Stream. Da seht ihr meine Cam nicht. Da seht ihr mich nicht. Das rede ich auch nicht so viel wie hier. Ist ja vielleicht auch ganz entspannend für euch. Und dann, genau, Sonntagabends, so ab 21, 22 Uhr, dann immer 2-3 Stündchen Guardians of the Galaxy. Sehr gut vertontes, sehr lustiges Action-Abenteuer-Solo-Spiel. Gefällt mir sehr, sehr gut im Moment das Spiel. Ist einfach was Entspannendes, was man zwischendurch zocken kann. Genau, das also sonntags. Und samstags gucken wir mal da. Wenn wir Lust haben, ne? Samstags ist das, wenn wir Lust haben, Thema. Und wenn ich keinen Besuch habe oder so, dann gibt es samstags mal Star Trek Online, mal Herr der Ringe Online, mal WoW, mal New World. Mal vielleicht sogar Elder Scrolls Online, wenn gerade viel zu tun ist. Also samstags ist so das Wechselthema. Reguläre, also montags, mittwochs, donnerstags.
So. Jetzt ganz kurz nochmal hier was ausgraben und dann geht's weiter in Deadlands. Dann machen wir auch mit der Story weiter. Ja, wir müssen wieder was ausgraben. Wir haben wieder... Moment. Wir haben noch einen Punkt. Hier, diesen Splitter. Den möchte ich noch haben. Dann geht's auch schon wieder weiter. Super. So schnell kriegen wir das erspäht, das Ding. Mittlerweile brauche ich auch keine Quests mehr zu machen. Ich habe zwei Quests noch offen hier jetzt in Karkstein, aber ich hatte das ja alles gemacht wegen der Errungenschaft, dass ich alle Quests habe. Aber ich habe jetzt alle Quests laut Errungenschaft. Darum ist es ein bisschen langweilig geworden. Finde ich irgendwie schade, dass die Errungenschaft sich auf einmal um 15 Quests nach unten korrigiert hat. Irgendwie komisch. Und dir auch einen schönen Abend noch, Eiswindchen. Eine gute Nacht. Schön, dass du hier warst. Schlaf schön, träum schön. Uwe schreibt, die Karte von Cottbus nach Köln. 6 Stunden 5... Boah, 666 Kilometer. Das ist ja mal eine richtig gruselige Zahl. Cottbus ist richtig weit weg, habe ich das Gefühl. Geht's eigentlich noch weiter? Ja, also das ist nicht einfach, hier hinzukommen. Uwe, wir wohnen doch ziemlich weit auseinander. Mal gucken, ob wir irgendwann mal ein Event haben, der in Berlin ist. Der dürfte da nicht so weit weg sein. Aber lasst mich erst noch ein bisschen vom Kanal her wachsen. Lasst mich noch ein bisschen Zuschauer sammeln, Abonnenten sammeln. Lasst mich noch ein bisschen aktiver werden. Aber so auf einer Gamescom, also habe ich gar kein Problem mit, ne? Dass man sich da mal trifft, wenn man wieder eine ist. Und ihr wirklich Lust habt, euch mal da zu treffen, auf eine Limo oder so. Gar kein Thema. Da bin ich immer für zu haben. Ihr seid ja ein überschaubares Publikum. Es gibt ja keine 4000, die sich da sammeln dann an dem Treffpunkt, wie irgendwie bei den großen Streamern. Wenn die das natürlich machen, dann hat man ein Problem. Bei mir geht's. Wenn dann irgendwann 5 Leute irgendwo aufschlagen bei so einer Bar, bei so einer Kiosktheke oder so, das ist, glaube ich, noch verkraftbar. Schöne Beute. Ein Randpole, ja. Ja, ja, das ist schon ganz weit im Osten, das stimmt. Aber wenn eine Gamescom ist, kann man ja auch mal 2-3 Tage hier in Köln übernachten. Kann man sich auch den Kölner Dom angucken. Und kann man sich mal das Kölsche Brauhaus angucken und sowas. Aber dadurch, dass das alles nur noch virtuell ist im Moment, ist es halt ein bisschen doof. Ansonsten ist Köln schon eine geile Location, um sich mal zu treffen. Na klar, wer sagt das nicht, ne? Von seiner Stadt. Aber ich bin einfach da drin geboren und deshalb finde ich es halt gut. Ja, ich bin in Köln selbst geboren. Geburtsort steht bei mir in de Papiere. Nicht irgendwie hier so klein Kleckersdorf nebenan oder so, ne? Nee. Richtig Köln innen drin statt nur dabei. Mittendrin. Darum, ich bin eine Kölsche, Junge. Was willst du machen? Karneval, 11.11. Yay, dauert nicht mehr lang. Ich bin überhaupt kein Karneval-Fan. Und ich rede wieder viel zu viel. Boah, jetzt habe ich aber hier. Jetzt habe ich aber alle die Bonusgegenstände. So, und den Zaubernarbensplitter. Sehr schön. Dann können wir jetzt endlich auch mal wieder Hauptquest spielen. In der Tat, schwer zu sagen, ob die tamrielische Materie. Was? Ob dies tamrielische Materie ist, die vom Obelisken verwandelt wurde, oder ein Fragment des Obelisken selbst. Ich würde gerne einen Versuch daran durchführen. Die Riffelungen scheint hier überzugehen vor Magika. So.
Und wieder was ausgegraben. Sehr schön. Miri ist wieder glücklich. Und wir porten zurück nach Ferngrab. Die ist nur am... Die beschwert sich nur. So, mein neues Pet. Mein neues Reittier. Wie schön ist das denn? Was geht jetzt ab? Okay. Kackstein muss gerade ein bisschen nachladen. So, also zurück ins Ferngrab. So hört sich's fast an, aber in die Stadt. So. Und mit der Hauptquest geht's jetzt weiter. Jetzt werden wir also mal ins Etablissement Caprice gehen und gucken, ob wir da die Errungenschaft schaffen und die Hauptquest weiterkriegen. Ich bin mal schwer gespannt. Ja, die haben auf jeden Fall hier bunte Wimpel, ne? Also eigentlich sieht hier alles so nach Karneval aus oder so von den Wimpeln da, die man hier auch kaufen kann. Aber irgendwie ist das eine viel zu gruselige Gegend. So, das ist so voll der Kontrast, ne? Diese Knochen, die ihr hier so auf dem Bild seht. Also, ne? Das passt gar nicht. So. Dann wollen wir mal wieder rein. Haus Caprice. Wir haben auch noch eine Quest. Wir haben noch den Fetisch in Steinfälle gefunden, die Quest. Und wir sollen noch diesen Stein zurückbringen hier. Venus Forschung, da oben rechts steht sie. In Dunkelforst. Mensch, ich habe noch so viele Quests nebenbei auf. Und ich kümmere mich wieder gar nicht. Nur die täglichen, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Also die hier, ne? Venus Forschung müssen wir irgendwann auch nochmal abgeben. Die habe ich hier jetzt in den Totenländern eben gefunden. Und dann sind wir schon wieder weggeportet. So, Zerstörungsverkörperung. Sprech mit Madame Caprice. Wer ist das jetzt hier schon wieder? Findet Nass. Ja, mit der reden wir jetzt erstmal nicht. Wir gucken uns erst hier noch ein bisschen um. Weil wir müssen ja hier noch ein paar andere Sachen schaffen. Ich heiße euch willkommen, Mitsterblicher, als Sprachrohr des großen Bruxynbu. Gästen des Hauses Caprice bietet mein Herr seine spirituellen Waschungen an. Wisset das? Wisset, dass sein sanftes Wesen und sein angenehmes Betragen euren Geist und euren Körper in ungeahnte Höhen heben werden. Ich würde gern die spirituelle Waschungen erleben. Der große Vruxynbu ist ein großherziges Geschöpf, Mietsterblicher. Doch ungeachtet dessen, selbst jemand so großzügiges wie er muss eine Gebühr für die Waschungen verlangen. Um des Hauses Caprice willen. Ich zahle 693 Gold. Das war mal eine Waschung. Nicht schlecht. Der große Vruxynbu gewährt euch die Ehre des Segens, der sein wohlklingender Überschwang ist. Lasst seine Quintessenz an euch kleben, wie eine warme Umarmung. Ich würde das nicht gerne nochmal erleben. Mit großer Trübsal muss der große Vruxynbu davon Abstand nehmen, eurer Bitte nachzukommen. Es liegt im Wesen, sterblicher Geister zu verdorren, wenn man sie zu gut behandelt. Wer die Waschungen des großen Vruxynbu am eigenen Leib erfahren hat, muss warten, ehe er dies erneut tun kann. Okay, das war der große Vruxynbu. Der hat uns also gerade gewaschen. Sehr unschön. Wieder sind wir hier, Lebender. Nseru hat immer noch das Gold. Das goldene Heilmittel kennen wir schon. Also das waren jetzt zwei Errungenschaften. Gönnt euch was, die wir geschafft haben schon. Na, hier bei Allgemein und dann hier. Gerade spirituelle Lustration, das war die Waschung. Und das goldene Wundermittel war der andere jetzt. Jetzt suchen wir noch Verstrickungen von Mord. Dann haben wir wieder eine Errungenschaft hier im Haus fertig.
bin mal gespannt, wo die noch ist. Und ich suche Madame Caprice. Die muss ja auch noch irgendwo sein. Vielleicht die hier? Falls ihr meine Aufmerksamkeit wollt, Sterblicher, hat das seinen Preis. Ich biete Gästen des Hauses Caprice die Verstrickung von Moat an. Ihr sollt wissen, dass Sterbliche Schwierigkeiten haben, dies zu überstehen. Doch jene, die überleben, bereuen es nie. Würde ich mal gerne erleben. Seid gewarnt. Sterbliche, die die Verstrickungen durchlaufen, ziehen sich auf jeden Fall körperliche Verletzungen zu. Ihr wurdet gewarnt, Sterblicher. Okay, fangen wir an. Der Austausch ist vollbracht. Fangen wir an. Und gönnt euch was. Ich weiß nicht, was wir uns jetzt hier gerade alles so gegönnt haben, aber wir sind fertig mit der Errungenschaft. Aber irgendwie crazy, oder? Was bringt das jetzt? Gucken wir mal. Na, Verstricken vom Morat, spirituelle Lustration. Keine Ahnung, wofür das jetzt gut ist. Okay. Aber Lurant, meine Liebe, es wäre mir eine Ehre, euch zu unterstützen, wie ich nur kann. Eine Ehre, ja. Sterblicher, zeigt Caprice die Notiz. So, da ist sie, die Madame Caprice. Jetzt können wir ihr mal den Brief geben. Ah, Schätzchen, wie nett von euch, dass ihr wieder mein feines Etablissement beehrt. Und ich sehe... Meine Informationen haben sich als nützlich erwiesen. Ihr habt Lurant gefunden. Eine weitere zufriedene und glückliche Kundin. Also, was kann Madame Caprice diesmal für euch tun? Wir glauben, diese Nachricht ist in einem Code verfasst. Sie gehörte Schwester Seldina. Auch wenn ich viele, viele Talente haben mag, zählt das Entschlüsseln von Codes, die von fanatischen Sterblichen entwickelt wurden, nicht dazu. Seid ihr euch sicher, dass ich nicht euer Interesse an etwas wecken kann, was ein bisschen üppiger ist? Nein? Schade. Wohlan. Vielleicht kenne ich da jemanden, der euch helfen kann. Wer ist das, wo finde ich ihn und was wird mich das kosten? Ihr kränkt mich. Ich dachte, wir würden gerade Freunde. Sprecht mit Gasmo, dem Sammler. Seine Villa auf der Westseite der Stadt... birgt eine recht ansehnliche Ansammlung dagonischer Paraphernalien. Etwas aus dieser Sammlung könnte helfen. Vorausgesetzt, ihr schafft es, ihm ins Auge zu fallen. Da haben wir wieder die Paraphernalien. Gasmut der Sammler, Villa auf der Westseite der Stadt. Verstanden. Und was kostet mich diese Information? Ihr schuldet mir gar nichts, Schätzchen. Lurant hat zugestimmt, eure Schulden für diesen kleinen Informationsaustausch zu übernehmen. Ist sie nicht großzügig? Doch. Und richtet Gasmut aus, dass wir ihn hier im Haus Caprice vermissen? Ohne ihn ist es nicht dasselbe. Ich bin mir immer noch nicht sicher, welche Währung ihr nutzt, Madame Caprice. Oh, macht euch darüber keine Gedanken, Schätzchen. Ich verlange von meinen Kunden nie mehr, als sie sich leisten können. Darin lege kein Gewinn. Wenn ihr Zeit habt... kommt wieder und lasst euch von Madame Caprice einige jener Dinge vorführen, die sie im gesamten Reich des Vergessens berühmt gemacht haben. Geht hinunter und weckt die Anachoretin. Sie sollte uns begleiten, wenn wir mit diesem Sammler sprechen. In der Zwischenzeit bringe ich unsere Angelegenheiten hier zu Ende. Unsere Geschäfte zu Ende bringen? Wie schön das klingt. Da schlägt mein Herz gleich schneller. Ich habe keine Zeit für eure Spielchen. Aber Spiele machen das Leben interessant, liebe Lurant. Kommt, lasst mich euch zeigen, was das Haus Caprice zu bieten hat. Ah, jetzt, ja. So, viele, viele Spieler sind hier oben unterwegs, obwohl hier ist gar nicht so viel, was man machen könnte, keine Ahnung. Ja, ich denke mal, man muss noch öfter hier hin. Caprice wird bestimmt schon öfter noch hier in der Gegend sein. War Madame Caprice hilfreich? Trinkt mit mir und erzählt mir alles. Ja, wo ist sie denn? Boah, so viele Leute. Ich weiß, ich hatte gesagt, dass ich bei den Verhandlungen helfen würde, aber... hört mal,
Ich will nicht darüber sprechen. Was geht hier vor sich? Manche Dinge sind privat, persönlich. Ihr könnt nicht einfach angelaufen kommen und verlangen, dass ich euch meine dunkelsten Geheimnisse verrate. Ach, verzeiht. Ich hatte ja eingewilligt, über meinen Namen, meine Maske und alles zu reden. Ja. Nachdem ihr euch bewiesen habt. Und das habt ihr auf jeden Fall getan. Ah, geht es hier um eure Maske? Als wir uns zum ersten Mal begegneten, habt ihr wegen meines Namens nachgefragt. Madame Caprice hat ihn mir gegeben. Ich war gerade in Ferngrab angekommen und alles vor genau jenem Augenblick war fort. Alles, was ich hatte, war diese Maske. Ich wusste nicht, wer ich bin oder woher ich komme. Ich weiß es immer noch nicht. Die Anachoretin, was bedeutet das? Nur einer der kleinen Scherze von Madame Caprice. Es bedeutet, dass ich eine Eigenbrötlerin bin. Eine Einsiedlerin. Ich lebe ein abgeschiedenes Leben hinter einer Maske, die ich nicht abnehmen kann. Manchmal fühlt es sich an, als würden sich tief in meinem Verstand Erinnerungen regen. Dann brauche ich eine Ablenkung. Und warum braucht ihr eine Ablenkung? Weil es ist, als tobte da ein Krieg in meinem Kopf. Ein Krieg, den ich nicht gewinnen kann. Da betrinke ich mich lieber oder tue sonst was, um alles wieder zu unterdrücken, damit der Schmerz hinter meinen Augen aufhört. Das ist meine Geschichte. Zumindest so weit, wie ich sie kenne. Nun sagt mir, was Madame Caprice erzählt hat. Sie meinte, Gasmod der Sammler könnte etwas haben, was uns hilft, die verschlüsselte Nachricht zu entschlüsseln. Ich habe vom Sammler gehört. Hat eine Villa auf der Westseite der Stadt. Bin ihm nie persönlich begegnet, aber ich gehe davon aus, dass er irgendeine Art von Daedra ist. Das ergibt ja auch Sinn, wenn man bedenkt, wo er lebt und wie groß sein Einfluss ist. Ich treffe euch dort. In Ordnung, ich treffe euch an der Villa des Sammlers. Ich bringe das zu Ende und treffe euch an der Villa des Sammlers. Sie steht an der Westseite, in einer Nachbarschaft, in der nur Daedra leben. Aha. Also seid vorsichtig und passt auf, was ihr tut, bis ich dort bin. Ihr seid in Ferngrab angekommen, ohne zu wissen, wer ihr seid oder woher ihr kommt? Warum seid ihr geblieben? Wo hätte ich denn sonst hingehen sollen? Ich ging davon aus, dass ich nicht ohne Grund in Ferngrab erwacht war. Ich blieb, um diesen Grund zu finden. Und um zu sehen, ob derjenige, der mich hier zurückließ, eines Tages zurückkommen würde. Ungeachtet dessen eroberten die Stadt und ihre Leute rasch mein Herz. Insbesondere die Sterblichen. Er heißt eine wunderschöne Stadt. Seid ihr deshalb zum Liebling der Gassen geworden? Noch so eine Bezeichnung, die von Madame Caprice stammt. Wenn man nur lange genug in ihrer Nähe bleibt, handelt man sich ein Dutzend von ihnen ein. Ich ertrage den Anblick nicht, wenn jemand hungert oder ausgebeutet wird. Ich versuche Hilfe zu leisten und verlange im Gegenzug nichts dafür. Caprice sieht das als eine Schwäche. Und ihr erinnert euch wirklich an gar nichts mehr vor eurer Ankunft in Ferngrab? Nur bruchstückhaft. Doch wenn die Erinnerungen sich regen, setzt der Schmerz ein. Wenn ich versuche, mich auf sie zu konzentrieren und sie verstehen zu wollen, fängt die Maske an zu brennen. Sie tut mir weh. Als wollte sie nicht, dass ich mich erinnere. Irgendwann werde ich diesen blinden Flecken nachgehen. Aber nicht heute. Zeit okay. Zu gehen, kleine Sterbliche. Zur Villa des Sammlers, sobald ich ausgetrunken habe. Geht. Wir holen euch ein. Ich will mehr über die fehlenden Erinnerungen der Anachoretin hören. Ja, fehlende Erinnerungen. Okay, aber wir haben noch ganz viele andere Quests hier. Und wir haben ja gesagt, auch Nebenquests werden hier gespielt. Ihr habt eben abgestimmt. Und wir nehmen jetzt die Quest, wo wir gerade hier bei sind. Weil wenn wir jetzt wieder die Hauptquest machen müssen, müssen wir irgendwie ganz hier in den Westen bestimmt wieder. Und wir haben ja hier Nuts gerade stehen für Rubies letzte Lieferung. Da gucken wir mal, was das für eine Quest ist. Ich kann mich selber nicht mehr daran erinnern. Ich bin auf die Leiche eines Rotwardonen gestoßen. Mhm. Es sieht aus, als wäre er bei einer Lieferung für Nass vom Hause Caprice in Ferngrab gestorben. Ich habe Nass im Ferngrab gefunden. Ich sollte den
Ebenenstein abliefern und ihnen erzählen, dass Rubir tot ist. Ich glaube, den haben wir in den Totenländern gefunden, als wir da mal ganz schnell durchgelaufen sind. Ich hoffe, ihr gehört nicht zu der Sorte, die gern jene unterbricht, die geschäftiger sind als sie. Also, ich habe nicht viel Zeit. Raus damit. Ich habe diesen Edelstein in der Nähe des Leichnams von jemandem namens Rubir gefunden. Diese Neuigkeiten schockieren mich nicht. Sterbliche wissen nicht immer, wann sie besser zurückweichen sollten. Das macht sie zu außergewöhnlich guten Angestellten, schränkt aber ihre ohnehin schon begrenzte Langlebigkeit noch weiter ein. Ihr sagtet, ihr habt den Stein, den er hätte bergen sollen? Ja, hier ist er. Das ist der Ärger mit Sterblichen. Viele haben nicht die Erfahrung, um auf dieser Ebene zu überleben. Hier, jemand sollte das Gold bekommen, das für Rob hier zurückgelegt wurde. Die sieht ja ganz schön gruselig aus. Das war's schon. Ich habe ein paar vielversprechende Kreaturen angestellt, die solche Ebenensteine sammeln sollten. Doch danach zu urteilen, wie ihr die letzte entsandte Kreatur vorfandet, die ich geschickt hatte, halten sich meine Hoffnungen in Grenzen. Falls ihr noch weiteren unglückseligen Angestellten begegnet, bringt mir bitte die Ebenensteine. Warum wollt ihr den Ebenenstein? Ich bin nicht dazu verpflichtet, das zu erklären. Wir haben keine Geschäfte miteinander. Keinen Vertrag, keine Abmachungen. Uns verbindet nur, dass ihr etwas Verlorenes zurückgebracht habt. Ihr seid ein toller Sterblicher. Versteht mich da nicht falsch. Doch Madame Caprice kann euch keine Gefallen tun. Wer ist Madame Caprice, hä? Madame Caprice bietet eine Dienstleistung an. Sie bietet Lösungen für die Probleme anderer. Ich würde das ja näher erläutern. Doch das ist gegen unsere Verschwiegenheitsklausel. Alles, was ihr wissen müsst, ist, dass der Dienst, den sie für Ferngrab leistet, legendär ist. In welcher Verbindung steht ihr zu Madame Caprice? Ich gehöre zu ihren Gehilfen. Herr Zeke ist ein weiterer. Wir kümmern uns um Kunden mit weniger komplizierten Problemen, damit sie sich ganz den prestigeträchtigeren oder beunruhigenderen Fällen widmen kann. Ich habe Fragen. Ich vermutete schon, dass das der Fall sein könnte. Ich warte noch darauf, einem Sterblichen zu begegnen, der sein neugieriges Wesen im Zaum hält. Da bist du bei mir falsch. Warum habt ihr Rubir angeheuert? Ich mache mir keine Illusionen darüber, wie es um die Überlebenschancen von jemandem draußen in den toten Ländern bestellt ist. Ob er nun sterblich ist oder sonst etwas. Madame Caprice bezahlt einen nur für abgeschlossene Lieferungen. Es konnte nicht schaden, es einen Sterblichen versuchen zu lassen. War Rubir der Einzige, den ihr wegen des Ebenensteins losgeschickt hattet? Ich habe viele Leute wegen vieler Ebenensteine losgeschickt. Alles andere wäre töricht gewesen. Die toten Länder sind kein, in Ermangelung eines besseren Begriffs, zivilisierter Ort. Selbst Daedra schaffen es nicht unbeschadet aus diesem Reich heraus. Super, dann haben wir das Gespräch erledigt. Und ihr seht, 3 von 14 Quests haben wir auch schon geschafft. Also, ja, noch ein bisschen was zu questen. Heimliche Mitteilungen haben wir da jetzt noch gefunden. Ja, wir müssen jetzt mal gucken, was geht denn jetzt als nächste Quest hier am besten im Ferngrab? Weil das Wichtige ist immer, dass man die Nebenquests zuerst macht, bevor die Hauptquest durchgespielt ist. Weil wenn die Hauptquest erstmal fertig ist, dann kommt ja irgendwie ein besonderes Ereignis am Ende. Und dieses Ereignis, ja, macht man am besten, wenn alle anderen Quests fertig sind. Dann kommen dann nämlich zusätzliche NPCs, die noch ihre Kommentare dazu geben, die man aus den Quests halt so kennt. So, und jetzt gucken wir mal, wir haben hier 3 Quests im Moment. Das ist die Hauptstory. Dann haben wir hier, sucht nach Informationen und hier sprecht mit Vavevil in Wavel. So. Netz der Lügen. Das ist die nächste Quest, die wir jetzt angehen. Also eine Nebenquest. Der legendäre Magier Divat Für, den kennen wir schon aus Clockwork City, ist auf der Suche nach der Ebenerzklinge, einem mächtigen dädrischen Artefakt nach Ferngrab gekommen. Ihr Besitzer hat die Klinge allerdings unter rätselhaften Umständen irgendwo verborgen. Ich habe eingewilligt, Divat dabei zu helfen, die Wahrheit über das verschwundene Schwert in Erfahrung zu bringen. Ich sollte im Auktionshaus nach etwaigen Informationen über die Ebenerzklinge suchen. So, Netz der Lügen, so heißt die Quest. Und jetzt wollen wir mal gucken, was wir denn da für diese Klinge für Informationen haben.
Wenn ihr Fragen zum Spiel habt, zu meinem Kanal habt, irgendwas, ja, Anfragen habt, einfach in den Chat. Ich lese mit. Dann können wir gerne quatschen. Seid ihr schon durch Deadlands? Habt ihr schon alles abgefrühstückt in der Woche, wo es schon online ist? Auf der Konsole kommt es ja erst am 16. auf PC und auf PlayStation und auf Xbox. Ja, die müssen sich generell noch gedulden. Hier scheinen keine Informationen zu sein. Viel Spaß noch, dann bis irgendwann. Gute Nacht, bin mal gespannt, wann wir mal im Discord reden können. Ja, im Discord können wir bestimmt mal reden, wenn ich nicht gerade streame, weil da passt es gerade nicht. Du kannst mich gerne abends mal anschreiben nach dem Stream, wenn du dann noch wach bist. So, und jetzt hier sollen wir irgendwelche Informationen finden. Für Netz der Lügen. Aha. Warenwiederbeschaffungsauftrag. Priorität dringend. Mitarbeiter des Auktionshauses. Auf Geheiß von Galeria Hexos werden wir die Auktion und den Verkauf von Objekt M62124, die Ebenerzklinge, fürs Erste zurückstellen. Der Gegenstand zieht zu viel Aufmerksamkeit eines Mitglieds des Hauses Telvanni auf sich und die Leitung zieht es vor, mit dem Verkauf zu warten, bis dieser Magier Ferngrab verlassen hat. Bitte verpackt das Objekt und bereitet es auf den Transport vor. Binnen eines Tages werden die Scarfin-Agenten Rego und Isola das Paket abholen. Bei Fragen wendet euch bitte an das Mitarbeiterbüro. In Hexos Namen Flavia Morena. Okay. Wurde sie nicht verkauft, die Klinge? Kristallschlüssel? Dieser meisterhaft geschliffene Kristallschlüssel strahlt arkane Macht aus. Naja. Erstens sieht er nicht nach Kristall aus und Macht sehe ich auch nicht, aber okay. So, und jetzt noch irgendwo mehr Informationen. Was hat er gerade? So, passt. Ah, hier ist noch irgendwo was. Ah, hier. Es ist immer eine Freude, noch einen anderen Sterblichen zu sehen. Diese Dädra sind schon ein bisschen gruselig, was? Doch hört nur, wie ich hier vor mich hin plappere. Verzeiht, loses Mundwerk, wisst ihr? Liegt an der Arbeit. Seid ihr wegen der Auktion hier? Hier gibt es nur Waren erster Güte. Ich suche nach etwas sehr Bestimmtem, nach der Ebenerzklinge. Die Ebenerzklinge? Nun, das ist, wisst ihr, nicht wirklich mein Fachgebiet. Dädrische Artefakte, meine ich. Dann wiederum gäbe es da einen kleinen Botengang zu erledigen. Wenn ihr mir mit dem helft, wird mein Gedächtnis vielleicht klarer. Hm. Ich habe da eine eigene Klinge, die eurem Gedächtnis auf die Sprünge helfen könnte. Ein bisschen einschüchtern. Schaffer, das muss doch nicht sein. Ich hatte doch nur einen Scherz gemacht. Vor kurzem sind zwei Scarfen aufgetaucht. Meinten, sie müssten sie im Hexos-Galeriegewölbe verstauen, in den Bruchgassen. Verratet bloß niemandem, dass ich euch das erzählt habe. In Ordnung? Jo. Also, Bruchgassen. Wieder kämpfen gehen. Ist ja klar. Da soll die Klinge jetzt sein. Mhm. Ich würde ja mal gern wissen, was das für eine tolle Klinge ist. Ich kann generell nichts damit anfangen. Ich habe nur Stäbe. Ne, von daher, das wird für mich nicht so interessant sein. Wo ist er denn jetzt? Der ist in den Bruchgassen. Okay, gehen wir mal besuchen. Wir haben noch ganz viele andere Quests, aber wir machen jetzt diese eine von der Storyline her durch. Weil hier ist man ja schnell überall. Also man kann ja hier zügig hin und her reiten. Schnell in die Bruchgassen, schnell in den Bazar, schnell nach Ferngrab. In die Totenländer kann man schnell porten. Also ist ja alles keine Entfernung. Da kann man sich jetzt an einer Quest langhangeln und dann die auch dann abschließen. Dann braucht man nicht so viel zu jumpen vom Thema her. Also hat es die Form einer Sonnenuhr. Schlau. Das ist so, ja. Wenn der Zauber Gestalt annimmt, wird das Magnus-Siegel leuchten. Ganz einfach. Okay.
voll am Handeln hier. Ein Kunde nähert sich. Ist es ein Schwertgeschwister dieses Elfen, die weit führ? Wenn ja, mein Beileid. Der Elf ist ein Pflegel und ein Geizkragen. Was war das, was ihr die Wart verkauft habt? Es bittet mich darum, gegen die Gesetze des Handels zu verstoßen. Das passt mal wieder. Ein Verkauf ist ein Bund zwischen Händler und Kunde. Wenn es Näheres wissen will, sollte es die Weit fragen. Das ist mein letztes Wort. Es nennt mich S. Frech, frech. Ah, rechtzeitig wie immer. Habt ihr etwas im Auktionshaus entdeckt? Sie haben die Ebenerzklinge in einem Hexos-Tresorraum in den Bruchgasten verlegt, um sie vor dem Telvanni zu verstecken. Vor dir. Dem Telvanni? Dann ist es so, wie ich es vermutet hatte. Durch meinen eigenen Ruhm behindert. Wieder einmal. Unerträglich. Nun, es bringt nichts, lange darauf herumzureiten. Habt ihr sonst noch etwas gefunden? Ja, ich habe diese seltsamen Kristallschlüssel gefunden. Ein Schlüssel? Diesen. Ja, der könnte sich noch als nützlich erweisen. Dürfte ich einmal anmerken, wie erfrischend es ist, fähige Verbündete zu finden? Ein seltener Luxus, das kann ich euch versichern. Macht euch auf den Weg in die Bruchgassen. Es gibt ein Hexos-Lagerhaus ungefähr in der Mitte des Viertels. Seht dort zuerst nach. Kommt ihr denn nicht mit mir? Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Ich komme schon früh genug nach. Ein Wort zur Warnung. Die Bruchgassen sind ein gesetzloses Elendsviertel. Voll von schlimmeren Dingen als sterblichen Mittellosen. Wappnet euch. Warum glaubt ihr, dass der Hexos-Tresorraum in dem Lagerhaus ist, das ihr erwähnt habt? In erster Linie wegen der Größe. Diese Nevars von den Hexos sind recht schlau. Für kaiserliche Maßstäbe. Sie betreiben eine Reihe von Lagerhäusern in Ferngrab. Doch nur eines von ihnen ist groß genug, um einem ernstzunehmenden Tresorraum Platz zu bieten. Ich schätze, wir werden es schon bald erfahren. Okay, super. Dann gucken wir doch mal, wo wir dafür hin müssten. Na super. Ah ja. Bis ich die Architektur von dem Bazar verstanden habe, das wird noch was dauern. Jetzt bin ich doch wieder bei Ferngrab. Hä? Ui, Aidan ist da. Hallo Aidan. Und Aidan spendet hier gerade, oh, eine Menge Bits. Viele, viele Bits. Das ist ja super nett von dir, Aidan. Da muss ich ja gerade mal gucken, wie viel Bits das denn jetzt waren. Ich habe ja... Jetzt muss ich ja rechnen. Vielen Dank für die Spende, Aidan. 100, 250 Bits, würde ich sagen, wenn ich es richtig gesehen habe. Es klingelt immer weiter noch. Ich weiß gar nicht. 100, 200, 250 Bits. Vielen lieben Dank an Aidan. Boah, der macht hier einen Krach, der Aidan. Und damit ist Aidan auf Platz 3 bei den ewig gespendeten Bits hier auf dem Kanal. Mit mittlerweile schon 5.955 Bits Spenden von Aidan. Vielen lieben Dank. Damit hat er diesen bronzenen Bits-Spender-Button. Das ist so, oder dieses, ja, Emote, oder was ist das? Ja, Emoticon, ne? So ein Icon. Das kriegt man nur, wenn man ganz viel gespendet hat. Aber vielen lieben Dank dafür an Aidan. Sehr lieb von dir. Oh, jetzt klingelt es hier aber ganz laut und ganz viel. Auch Panda Teddy hat hier was gespendet, nämlich 2 Abos. Einmal an den Uwe 0465, der ist gerade offline. Och, wie schade, sonst hätte Uwe das noch mitbekommen. Und an Nick Kommandant. Nick Kommandant wünscht sich hier oft die Lichter, die Disco-Lichter. Ich finde den Weg nicht. Da oben irgendwo muss ich lang, wie es aussieht. Und genau, der hat jetzt auch ein Abo bekommen. Danke an Panda Teddy. Sehr lieb von dir. Wieder 2 Abos hier an die Community verschenkt. Und damit sind wir dem Twitch-Ziel 73 von 80
schon näher gekommen. Wenn wir das fertig haben, gibt es hier Code, einen Code für Elder Scrolls Legendary, Legions. Legions heißt das Ding. Genau. Das ist ein Kartenspiel von Elder Scrolls. Wenn wir das Ziel erreichen, gibt es eine Giveaway-Runde hier. Und wenn wir das Community-Ziel erreicht haben, dann werde ich am Wochenende streamen. Das könnt ihr mit den Gari-Punkten noch bekommen. Genau, und wenn wir... Dann machen wir ein neues Community-Ziel auf, nämlich 100.000 Gold und Möbel-Giveaway. Ne? Also wir haben ja jetzt so viele Möbel von Uwe gespendet bekommen, dass wir dann schöne Giveaways mit viel, viel Gold machen können. Aber dazu später. Zu diesen Community-Zielen später. Also danke nochmal an Panda Teddy. Mittlerweile Panda Teddy hier der Platz 1 der verschenkten Abos mit 65 verschenkten Abos. Vielen lieben Dank. Und genau, die beiden neuen Abonnenten haben jetzt keine Werbung mehr, haben schneller Gari-Punkte, haben einen neuen Hut vor ihrem Namen und noch ein paar Emotes. Also lohnt sich immer, ein Abo hier zu lassen. Schutzzauber, keine Überraschung. Habt ihr diesen Schlüssel zur Hand? Probiert ihn aus. Wie ist der jetzt schneller hier hingekommen als ich? Diese Zauberkunst ist krude, aber effektiv. Eine widerliche Kombination. Versucht diesen Schlüssel, den wir im Auktionshaus gefunden haben. Er könnte passen. Wie geht's dir denn so, Aidan? Was hast du denn bis jetzt gespielt? Aidan hat einen eigenen Twitch-Kanal, der spielt oft Star Trek Online oder Flugsimulator, Microsoft Flugsimulator, glaube ich. Genau, da könnt ihr also auch gerne mal vorbeischauen beim Aidan und ein Follow da lassen, falls euch diese Spiele interessieren. Microsoft Flugsimulator, MSFS. Das ist mal eine Abkürzung. So, und gut gemacht. Nun wollen wir mal sehen, was da... Ja. Nun wollen wir mal sehen, was sich da drin verbirgt. Da ist jetzt also vielleicht die Ebenerzklinge drin. Schauen wir doch mal. Lasst auf jeden Fall mal ein Follow da, wenn euch die Spiele interessieren beim Aidan. Da freut er sich auch. Da, die Ebenerzklinge. Ach, das ging ja einfach. Nehmt sie an euch. So sieht die aus. Ah, sieht aus wie ein Samurai-Schwert oder sowas, ne? Eine Obsidian-Klinge, in die dädrische Motive graviert wurden, die Mephala, die Spinnenkönigin, preisen. Hm, wie ich es vermutete. Sehen wir uns dieses sogenannte Artefakt doch einmal an, ja? Und Nick Kommandant hat durch das geschenkte Abo jetzt schon 3 Monate Abo hier abgeschlossen und damit einen goldenen Hut vor seinem Namen. Sehr schön. Genauso wie Aidan, der hat auch einen goldenen Hut, aber ist schon mittlerweile bei 4 Monaten. Also nice. Vielen lieben Dank an euch treue Abonnenten, dass ihr schon so lange zuschaut. Das ist sehr lieb von euch. Und wir gucken mal weiter, was er denn jetzt zu sagen hat hier. Das sagenumwobene Schwert der Blutsauger. Hier, in meiner Reichweite. Ich habe allerdings meine Zweifel. Darf ich? Seht mal, ist das die echte Ebenerzklinge? Unheimlich scharf, meisterhaft verziert und ganz klar nicht das echte Ding. Das ist eine Fälschung. Eine brillante, wie ich gern zugebe, aber dennoch eine Fälschung. Auch wenn ich Respekt vor dem Können dieses Fälschers habe, kann ich nicht dulden, dass eine Flut an gefälschten Artefakten mir die Zeit und die Aufmerksamkeit raubt. Meint ihr, jemand aus dem Hause Hexos hat das hier hergestellt? Nein, nein, sie sind Händler, keine Kunsthandwerker. Das ist dädrische Präzision. Ich kenne ein Spinnenkind, Skrix. Er ist ein kleiner Gauner, der mit Diebesgut, gefälschten Seelensteinen und derlei Dingen handelt. Er könnte uns auf die richtige Spur bringen. Das hört sich mal interessant an. Ein Spinnenkind treffen. Jetzt können auch noch Spinnen reden. Falls ihr übrigens zu viele Gari-Punkte habt, dann könnt ihr nicht nur die Community-Herausforderung anfordern. Ihr könnt nicht nur ein Wunschspiel anfordern. Ihr könntet auch
eine Verwandlung anfordern, dass ich mich verwandle. Und zwar zum Beispiel so hier. Also, es gibt noch ganz lustige Verwandlungen, so mit Schminke und solchen Sachen. Aber ja, das hier ist meine gute ESO-Nord-Verwandlung. Also von daher Gari-Punkte sammeln und unten auf dem lila Punkt einlösen. Dann habt ihr viel Spaß. So, wo finde ich denn jetzt diesen Skrix? Er verkehrt in der Wünschelrute, einer Taverne in den nördlichen Bruchgassen. Statten wir ihm doch einmal einen Besuch ab, oder nicht? Hört sich gut an. Was könnt ihr mir sonst noch über dieses Spinnenkind Skrix erzählen? Er ist ein Spinnenkind. Oder anders gesagt, ein verräterischer, hinterlistiger Dieb. Unsere gemeinsame Geschichte ist etwas kontrovers. Voller Betrügereien und Täuschungen. Ich habe ihn schon mehr als einmal getötet, doch ihr wisst ja, wie diese Daedra sind. Es hält nur selten lange. Okay. Wenn ihr beide einander so sehr hasst, warum sollte er dann einwilligen, uns zu helfen? Aus den üblichen Gründen. Simple Gier und die Angst vor Strafe. Daedra mögen nicht sterben. Doch der Vorgang, wie sie sich wieder zusammensetzen, ist nicht angenehm. Ich kann ihm außerdem seine Geschäfte erschweren. Für Skrix könnte ein Verlust an Reichtum schmerzhafter sein als der Verlust seines Lebens. Okay, dann versuchen wir Skrix zu finden. Und Aidan hat einen Witz angefordert. Eieieiei. Da habe ich aber nur zwei ganz flache. Ich rede von ganz anderen Sachen, die ihr für Gari-Punkte kriegen könnt. Und er fordert einen Witz an. Ja, dann nehmen wir mal zwei ganz flache. Erstens, Corona war ja eine ganz schön, oder ist ja immer noch eine ganz schön schwere Zeit. Und da war mir so langweilig, da habe ich sogar YouTube zu Ende geguckt. Aber irgendwie, das Staffelfinale war jetzt nicht so der Hammer, oder? Ja, okay. Ich glaube, der war ziemlich flach, aber ich finde ihn eigentlich gut, ne? Habt ihr auch YouTube zu Ende geguckt während der Zeit mit Corona? Ah, das war doch ein guter. Komm, gib schon zu. Okay, sagen wir einen anderen. Machen wir einen anderen. Ich bin jetzt übrigens auch geimpft, sage ich vorerst mal zu meinem Kumpel. Fragt er, womit bist du geimpft? Ich so, mit einer Spritze. Okay. Wir haben heute wieder die ganz flachen parat, aber umso öfter ihr euch das wünscht, umso besser werden sie. Sollten Sie das mal ausprobieren. Irgendwann sind sie gut. Irgendwann schaffen wir es, dass die Witze gut sind. Oder? Kriegen wir schon irgendwann hin. Pit van See macht nur ein Schockgesicht. War wohl nix. So, wir suchen das Spinnenkind. Garian, es wird langsam unterirdisch. Echt? Ja, ich bin echt mit einer Spritze geimpft worden. Was habt ihr denn gedacht? Unterirdisch. Panda Teddy ist noch da. Immerhin. Immerhin, er ist noch da. Wollt ihr noch so einen flachen? Sobald die guten sind, brauche ich keine Witze mehr anzufordern. Dann muss ich mir was Neues suchen. Okay, okay, noch einen schlechten habe ich. Moment, da mache ich auch mal das Gesicht für aus, damit er dann auch mal meine... Eigentlich ist es gar nicht so besonders, aber... vor 3 Jahren bin ich total müde aufgewacht und habe mich bis heute noch nicht davon erholt. Okay, die sind alle so dumm, aber... Ich finde die irgendwie schön. Ich habe euch nichts zu sagen, für. Beruhigt euch, Skrix, und hört zu. Falls ihr das nicht tut, kann ich euch das Leben sehr schwer machen. Das ist ein Spinnenkind, okay. Ja. Ich hab also oft sehr blöde Witze, das ist halt leider so. Aber es ist immer mal wieder so eine kleine Perle dabei, so nach dem 10., 11. Witz. Klar, ob man die Gari-Punkte dafür ausgeben sollte, ist so die Frage. Besser sind Verwandlungen, besser sind irgendwelche Wunschspiele oder irgendwelche Community-Herausforderungen. Aber
Irgendwo müssen die Punkte doch hin, oder? Oder Disco-Lichter im Hintergrund, könnt ihr auch einschalten. Ihr gehört zu dem Aschelfenführer, oder? Mit euch habe ich nichts zu schaffen. Mit ihm habe ich nichts zu schaffen. Also huscht lieber davon, sonst zermatsche ich euch und kratze euch dann von meiner Stiefelsohle. Der sieht richtig fies aus, oder? Der hat ja schon was. Wir sind nicht hier, um Ärger zu machen. Wir brauchen eure Hilfe dabei, herauszufinden, woher diese nachgebaute Klinge stammt. Die Ebenerzklinge, hm? Das ist die Herzensschneiderin der Herrin. Jemand haut Repliken davon raus. Schlau! Ich habe keine Ahnung, wo die herkommt. Ist mir auch einerlei. Richtet Führer aus, er kann das selbst herausfinden. Die Wart droht damit, euch das Leben sehr schwer zu machen. Helft uns und wir lassen euch in Ruhe. Drohungen, was? Bei Fürl sind es immer Drohungen. Ein Skript von einem Elfen mit einem großen Kopf und einem winzigen Verstand. Na schön. Ich werde einen Signalfaden danach auswerfen. Ein Ritual zum Aufspüren von Dingen. Ohne das findet man gar nichts. Danach zahlt für und ihr zieht ab. Das ist mein letztes Angebot. Was könnt ihr mir sonst noch über das Ritual erzählen? Nichts. Geheimnisse des Strangs. Wer das Geheimnis entdeckt, der stirbt. Allein in der Dunkelheit. Wollt ihr immer noch wissen, wie es vonstatten geht? Ja. Dann seid ihr dumm. Genug geredet. Legt das Schwert auf den Tisch. Naja, das wusste ich schon vorher. Ist nichts Neues. Legt das Schwert auf den Tisch. Einfach mal reingesteckt. Was? Ich hoffe nur, sie funktioniert. Um euretwillen. Warum begleitet ihr nicht meinen Partner hier? Als Zeichen des guten Willens. Fangzähne der Fürsten! Ich habe den Zauber gewirkt, wie ihr es wolltet. Zafa, los! Eine Suchspinne. Nice, wie die weggelaufen ist. Oh, ob wir die mal wiederfinden? Eine Geisterspinne, hm? Ein bisschen protzig für meinen Geschmack. Aber wir können ja nicht alle schielende, ausgehungerte Strangbrut sein, oder? Bevor ihr geht, habe ich etwas für euch. Was ist es? Ein Kleinod, das ich erwarb, ehe wir uns in die Bruchgassen aufmachten. Behaltet es in Griffweite. Es könnte sich als nützlich erweisen. Eine Sonnenuhr? Was macht sie? Ich bete dafür, dass ihr das niemals herausfinden müsst. Sagen wir nur so viel, sie ist eine Rückversicherung. Genug geredet. Folgt dieser Spinne und lasst Skrix nicht aus den Augen. Nicht einmal für einen Wimpernschlag. In Ordnung. Kommt ihr denn nicht mit? Ihr braucht doch bestimmt keine Anstandsdame. Skrix mag schlau sein, ist aber einem Kämpfer von eurem Können nicht gewachsen. Nein, ich bin mir ziemlich sicher, ihr kommt ohne mich zurecht. Ich habe anderen Ansätzen, bei diesen Ermittlungen nachzugehen. Ich werde nicht weit hinter euch sein, das versichere ich euch. Sehr gut, dann mal gucken, wo die Spinne hin ist. Ob wir die richtige Klinge irgendwann noch finden. Toll. Wo ist sie denn? Da. Folgt nur dem Spinnling. Simpel. Noch mehr Gerede? Nun, macht einfach weiter. Je früher ihr findet, was ihr sucht, desto früher kann Fürl aus meinen Netzen heraus. Ihr kommt mit mir. Was könnt ihr mir sonst noch sagen? Der Signalfaden wird den Weg zur Quelle zeigen. Und eurer gefälschten Ebenerzklinge. Folgt einfach der Spinne. Ganz simpel. Selbst für euch Sterbliche. Wenn ihr lieber aufgeben wollt, dann sagt es. Ich habe Besseres zu tun.
Was für ein gruseliger Begleiter. Aber mal gucken, wo die Spinne hinläuft. Einfach mal vorsichtig hinterher. Nicht, dass wir aus Versehen drauf treten. Bei Guardians of the Galaxy oder bei irgendeinem anderen Spiel gibt es vor... Nee, bei Marvel Avengers gibt es vorher eine Warnung. Nekro... Nee, nicht Nekromantie, wie heißt das? Arachnophobie-Warnung. So von wegen, Achtung, in diesem Spiel erscheinen Spinnen. Das fand ich total faszinierend. Wenn man Angst vor Spinnen hat, soll man vorsichtig bei dem Spiel sein. Sehr cool. Sonst kannte ich nur so Epilepsie-Warnung oder so. Aber Arachnophobie-Warnung hatte ich noch nicht gesehen. Tja, bei Marvel. Fackeln im Strangviertel? Das wird die Netze in Brand setzen. Ungeschickt. Dumm. Okay. Ja, wo laufen sie denn? Wie viele Spieler auf einmal da sind? Eben war das hier noch. Das ist der Ort. Antworten sind hinter der Tür. Rein mit euch. Versteck des Fälschers. Eben war hier noch wenig los. Hier sind auf einmal so viele da. In den Bruchgassen. Ist das die richtige? Fliegen im Netz. Hoffentlich gefällt es euch hierfür. Ihr werdet mächtige Magie, aber allzu vorhersehbar. Schnell, Sekundant. Benutzt die Sonnenuhr. Bin, glaube ich, auch eingefangen. Nö, eigentlich nicht. Soll ich ihn retten? Ja. Das ist meine Sonnenuhr. Was habt ihr? Hä? Was war das? Noch mehr Gerede? Nun, macht einfach weiter. Je früher ihr findet, was ihr sucht, desto früher kann Für aus meinen Netzen heraus. War das vielleicht ein Zeitumwandler? Eine Uhr? Was ist gerade geschehen? Wovon sprecht ihr? Wir waren hier schon mal. Nicht sehr wahrscheinlich. Einbildung. Ihr solltet euren Kopf überprüfen lassen. Das Vergessen ist kein Ort für Sterbliche. Reibt euch das Gehirn auf. Ah, okay. Der hat es gar nicht mitbekommen, was ich da gerade gemacht habe. Ich bin in der Zeit gesprungen. Also müssen vorsichtig sein. Fackeln im Strangviertel? Das wird die Netze in Brand setzen. Ungeschickt. Gumm! Nehmen wir mal eine Fackel mit. Macht Sinn, oder? Vielleicht kriegen wir das Netz dann ja gut verbrannt. Das ist der Ort. Antworten sind hinter der Tür. Rein mit euch. Nicht schlecht. Die Quest. Fliegen im Netz. Hoffentlich gefällt es euch hierfür. Ihr werdet nie Netze, mehr gehen. Nutzt die Fackel, schnell. Burn. Hört auf. Seid verflucht! Nein! Kein Feuer! Gut gemacht. Ein guter Versuch, Skrix. Das wird euch teuer zu stehen kommen. Wir sind hier wohl fertig. Trefft mich draußen. Das war jetzt einfach. Okay, die Klinge lassen wir stehen. Haben wir sonst noch was Interessantes hier? Nö. Naja gut, das war jetzt mal nicht schlecht mit dem Zeitumkehrer. Ist ja fast wie bei Harry Potter hier, dieses Amulett. Styx ist gefangen. Ich habe nichts zu sagen, Nirnling. Nichts, was ihr würdig wärt zu hören. Erdling. Nirnling. Und das scheint alles zu sein. Vorbildliche Arbeit. Danke. So wie es aussieht, hat unser netzhirniger Freund geplant, viele weitere dieser Fälschungen zu verkaufen.
Da er nun festgesetzt wurde, dürfte der Strom an gefälschten Artefakten versiegen. Okay, also was jetzt? Jetzt gewähre ich euch die versprochene Belohnung und unsere Wege trennen sich. Das ging schnell. Strix und ich haben vieles zu besprechen. Ich würde euch einladen, euch uns anzuschließen, doch seien wir ehrlich. Ein Gespräch mit ihm ist kräftezehrend. Ihr habt meinen Dank, Sera. Lebt wohl. So, und Griffblick wieder Magika, Magie und Waffenkraft, kritische Treffer und ultimative Kraft, wenn ihr Schaden verursacht. Sehr schön. Dirant 4 entlohnt seinen angeheuerten Assistenten immer, besonders wenn die Aufgabe darin besteht, mit Ferngrab und den Bruchgassen fertig zu werden. Wisst ihr, trotz seines einfachen Wesens zeigt Skrix ein seltenes Talent für Fälschungen. Ich kann mir zahllose Anwendungen einer solchen Begabung vorstellen. Ach ja. Ungeachtet all ihrer Macht fehlt den Daedra eine entscheidende Eigenschaft. Vorstellungskraft. Meint ihr, Skrix wird eure Fragen beantworten? Nein, natürlich nicht. Er wird sich winden und fluchen und Ausflüchte suchen, bis ich ihn banne. Doch selbst eine verlogene Zunge erzählt die eine oder andere Wahrheit. Er wird etwas preisgeben. Das tut er immer. Ich wünschte nur, der Vorgang wäre nicht so ermüdend. Und damit haben wir 4 Quests heute erledigt. In dem neuen Gebiet, in Deadlands, in Ferngrab, in den Bruchgassen. Die Bruchgassen schon total durchsucht und die 3 Bosse gekillt. Ja, das war also auch schon mal ganz gut. Und so wenig. Meinst du jetzt als Belohnung von der Quest oder was meinst du jetzt? Oder weil der Stream hier zu Ende ist? Ja, und hier haben wir noch einiges zu tun in Ferngrab. Wie, hast du noch Lust? Pitwansee, bist du noch fit? Du hast doch eben geschrieben, es wird langsam unterirdisch. Also, dann ist doch eigentlich eine gute Zeit, um mal langsam aufzuhören, oder? Wenn wir unterirdisch hier sind. Genau, wir sind eigentlich durch für heute. Wir haben noch viele Quests offen. Ja klar, also noch, ich sehe es ja hier, ne, Großabenteurer, 4 von 14. Aber es dauert gar nicht so lange, ne? Also gerade 2. Stream und schon 4 von 14 Quests erledigt. Wir haben noch fehlgeschlagene Bergungen. Wir haben noch einiges zu tun. Also das sind jetzt auch schon mehrere Quests, die nicht wiederholbar sind. Geplünderte Pläne und Zerstörungsverkörperung. Ne, die beiden sind schon die Quests, die jetzt nicht wiederholbar sind. Und genau, guckt morgen einfach wieder rein. Da spielen wir Mass Effect Legendary Edition für Sorius. Das ist sein Wunschspiel. Dort werden wir weiter das Weltall erkunden und die Storyline. Und am Mittwoch gibt es New World. Und am Donnerstag wieder World of Warcraft. War jetzt längere Zeit nicht mehr, weil wir Diablo 2 und so gespielt haben donnerstags. Also diese Woche ganz viele unterschiedliche Spiele. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sind auf jeden Fall ziemlich weit rumgekommen. Hauptquest was gesehen, eine Nebenquest erledigt und ja, sogar noch den Sumpfhund bekommen hier in den Deadlands. Also wir waren bei Deadlands unterwegs, ne? Nur in anderen Deadlands als im DLC Deadlands, sondern in Blackwood DLC. Oh, mein Kopf. Puh. So kompliziert. Und ich hoffe, wir sehen uns dann morgen wieder. Jetzt gibt es noch einen Raid. Ihr könnt mal 250 Gari-Punkte abstauben. Mal gucken, wer denn da noch so unterwegs ist. Und ja, das war's erstmal. Auch wenn viele jetzt leider enttäuscht sind, aber es tut mir leid. So schnell kann es gehen. So, wen raiden wir denn? Wen habe ich denn hier alles so auf der Liste? Es sind ganz schön viele wieder online. Wir nehmen mal heute wieder den Martigon. Da waren wir lang nicht mehr. Martigon ist ja ein ganz lustiger englischer Streamer. Und mal gucken, was der heute so Lustiges erzählt. Da bin ich mal sehr gespannt. Der hat immer ganz witzige Jazz-Sessions und sowas. Und der spielt auch Elder Scrolls. Vielleicht kriegt er da sogar Twitch-Drops. Man weiß es nicht genau. Und gute Nacht euch. Bis demnächst.
So, Raid beginnt jetzt. Oh, Fehler aufgetreten. Ich weiß nicht, ob es wirklich funktioniert. Wir gucken mal, wenn der Knopf jetzt funktioniert, habt ihr 250 Gary-Punkte. Wenn nicht, müssen wir uns einen anderen aussuchen. Schlaft schön, träumt schön. Viel Spaß noch und ich wünsche euch viele ESO-Drops, Twitch-Drops. Und vielleicht lasst ihr ja noch einen Follow da, wenn ihr noch nie hier wart. Bis dann. Ciao. Bye bye. Auf Wiedersehen. Und Martigon funktioniert. Gute Nacht.